Pokémon Soul Silver. Pokémon Soul Silver wird mein damals gelöschtes Projekt Feuerrot oder Blattgrün, was ich auch immer hatte, ersetzen. Denn es muss einfach so sein, jetzt wird kurz was im Bild sein, das ist scheiße, jetzt wird gepausiert, kurz. Oh, jetzt wird wieder aufgenommen, müsste eigentlich, ne? Nein, ich möchte nicht, dass etwas hier... So, ich werde eigentlich jeden synchronisieren, bis auf jetzt diesen Typen hier, den Eich. Den will ich jetzt ausnahmsweise mal nicht synchronisieren, gerade im Moment, weil ich keinen Bock habe, mir dieses dumme Gelaber anzugucken. Denn jeder weiß, was er sagt, blablabla, bla, Welt sind die Pokémon sind auf der Welt, die sind unsere Freunde, Haustiere, mit denen tragen wir Kämpfe aus, blablabla, bla, bla, das kennen wir alles. Ja, im Kampf entstehen so das Band zwischen ihnen, das die verbindet. Warum ich Pokémon Soul Silver spiele? Schwarz und Weiß interessiert mich nicht so. Platin habe ich immer noch für DS. Aber ich habe meinen DS damals vor, ich glaube 2 Jahren war das, in Belgien zerstört, da ich total ausgerastet bin und in meinen DS reingebissen habe und damit am Touchscreen rumgebissen habe, so kräftig rein, dass der Touchscreen im Arsch gegangen ist. Und dann, ich hatte die Platin, glaube ich, 4 Tage lang. Und dann habe ich meinen DS zerstört. Einfach nur, weil ich die Kontrolle verloren habe. Und ich habe gesagt, der ist die Treppe runtergefallen. Aber ich habe die Kontrolle verloren. Also ich kann richtig ausrasten, wenn etwas nicht wie nach meinen Vorstellungen passiert. Ah! Ja, und deswegen, weil Silber immer noch das Beste war. Werde ich jetzt Silber spielen. So, jetzt möchte ich mal einmal wissen. Ich mag ja am Ende ein großes L. P groß, HI klein und dann ein großes L. Das sieht aber so gay aus. Deswegen machen wir das dann in Phil. Es passt mein ganzer Busch. Mein ganzer Name Philipp passt wirklich da rein. Aber den brauche ich nicht. Ja, ich bin Phil. Ja, ich bin Phil. Phil, ich bin Phil für jeden, nur Phil, nicht Philipp, Phil, einfach nur Phil. Spitzname Phil, einfach nur Phil, ja. So. Ah! Erstmal lesen wir die Nachricht, die auf dem PC ist. Ich habe gerade schon eine Testaufnahme gemacht, deswegen weiß ich, dass sie den Abenteuer aufregt. Ich liebe Pokémon Lyra. So, jetzt gehen wir runter zum... Moment, was steht da? Ist das eine Wii? Yeah, eine Wii habe ich auch. Nutze ich zwar nicht, aber ich habe eine Wii. Und da ist Mutti. Ha, da bist du ja endlich, Phil. Du hast ganz knapp deine Freundin Lyra verpasst. Sie bleibt eben noch hier. Es sah so aus, als würde sie mit ihrem Meryl einen Wettbewerb veranstalten. Ach übrigens, Professor Lind aus der Nachbarschaft hat nach dir gesucht. Er meinte, er habe eine dringende Bitte an dich. Du kennst den Weg, oder? Sein Labor ist schließlich direkt nebenan. Pass auf, dass du nichts Wichtiges vergisst, bevor du das Haus verlässt. Hier, packen wir alles, was du so brauchst, in diesen Beutel. Die Beutel halten. Hier hast du deinen Trainerpass. Trainerpass erhalten. Das kannst du benutzen, um dein Spiel zu speichern. Reicht nicht. Sichern. Sichern. Und das hier wird dir eine große Hilfe sein. Optionen erhalten. Probier es einfach mal aus. Berühren geht über studieren. Ah ja, okay. Meine Mutter wüsste, wie ich meine Mutter hier spreche, würde die total ausrasten. Oh mein Gott, ein Meryl. Und es hat mich attackiert. Und es läuft immer noch gegen mich. Den muss ich so oft sprechen. Oh. Ja, ich bin nicht dein Trainer. Verzieh dich, kleine blaue Kugel. Das finde ich an Pokémon Soul Silver und Heart Gold so geil, dass die Pokémon hinter einem herlaufen. So, jetzt werde ich mal einmal sichern. Neuborg, hier möchtest du das Spiel speichern. Sehr gerne. Speichere eine Menge da. Bitte das System nicht ausschalten. Ja. Ja.
der speichert wirklich eine Menge da. Ich wollte schon sagen, wird das Spiel gespeichert. Ich wollte schon sagen, passiert jetzt gar nichts mehr? Oh, mit Wind und so ein Gedöns. So, du da Typ. Hallo. Das ist also das berühmte Prolin-Pokémon, aber hey, starre mich nicht so an! Okay, lass mich, ich lass dich in Ruhe. Ich gehe einfach hier rein. Ich soll ja zu ihm gehen. Ah, da bist du ja, Phil. Ich habe schon auf dich gewartet. Weißt du eigentlich, mit was sich meine Forschung beschäftigt? Ungefähr, Pokémon in Pokébälle aufzubewahren, sie überall zur Hand zu haben, also ist heutzutage nichts Besonderes mehr. Aber vor der Erfindung des Pokéballs haben die Leute ihre Pokémon alle mit sich spazieren geführt. Ja genau, wie deine Freundin Lyra. Pokémon in Pokébällen mit sich durch die Gegend zu tragen ist natürlich eine komfortable Sache, aber es lohnt sich, auch ihnen etwas Auslauf zu gönnen. Es ist nämlich gut möglich, dass dies beeinflusst, wie und wann sich deine Pokémon entwickeln. Und genau da kommst du ins Spiel. Okay. Ich möchte dir eins meiner Pokémon geben, damit du für mich untersuchen kannst, ob ein besonderer Bond zwischen dir und diesem Pokémon entsteht, wenn du es immer mit dir spazieren führst. Du kannst dir eins von diesen Pokémon hier aussuchen. What the fuck ist das? Oh, ich habe eine E-Mail. Aha. Na sieh mal einer an. Hör mir zu, ich habe da einen Bekannten namens Mr. Pokémon. Er ist immer gleich völlig aus dem Häuschen, wenn er meint, einen besonders seltenen Fund gemacht zu haben. Gerade eben hat er mir wieder eine seiner E-Mails geschickt, in der er mir versichert, dieses eine Mal wirklich etwas Besonderes gefunden zu haben. Höchstwahrscheinlich handelt es sich dabei mal wieder um ein Pokémon-Ei, aber meine Assistenten und ich haben leider gerade alle Hände voll zu tun. Was mache ich jetzt? Ich hab's! Du könntest der Sache doch für mich nachgehen, oder? Was sagst du? Los, lass dir dafür eins dieser Pokémon hier aussuchen. Durfte ich davor auch, aber okay! Berühre die Bälle, um nachzusehen, welches Pokémon da drin steckt. In diesem Ball steckt das Bewohnungs-Pokémon Divia. In diesem Ball steckt das Wasser-Pokémon Kanimani. In diesem Ball steckt das Feuer-Pokémon Feuerriegel. Feu! Oh, das ist endscheiße bei dieser Auswahl. Endivir ist nicht so mein Favorit. Kanimani und Feuerriegel. Ich nehme Feuerriegel, ich liebe es einfach. Feuerriegel! Ich finde alle seine Dinger geil. Nicht so Feuerriegel, das Feuer-Pokémon. Aber gerne, komm her zu mir. Phil Elt Feuerriegel. Feu! Möchtest du Feuerriegel einen Spitznamen geben? Nö. Nicht jetzt. Sehr schön, ein kleines, dickes Kopffeuer-Pokémon. Na, was sagst du? Mit einem Pokémon spazieren zu gehen ist schon eine sehr entspannte Sache, oder? Genieße das Gefühl auf dem Weg zu Haus von Mr. Pokémon. Und wenn dein Pokémon verletzt ist, kannst du es mit Hilfe dieser Maschine wieder heilen. Es geht ganz leicht. Du musst dafür nur den PC auf meinem Schreibtisch untersuchen. Jedes Mal, wenn Mr. Pokémon auf Reisen geht, kommt er mit irgendeinem seltenen Fund im Gepäck zurück. Er wohnt nur ein kleines Stück nördlich von Rosalia City. Vielen Dank nochmal, Phil. Okay, ich bin weg. Verschwinde! Oh, was? Was will er denn jetzt? Phil! Hier! Sieh das als eine kleine Entlohnung für deine Dienste an. Tränke erhalten! Phil verstaut Tränke in der Medizintasche. Wenn die Situation etwas zu brenzlig wird, solltest du deinen Pokémon ohne zu zögern einen Trank geben. Zu Beginn sind nämlich alle Pokémon noch leicht zu verletzen. Ja, und am Ende, wenn ich gegen stärkere Pokémon-Anträge trete, sind die nicht verletzbar. Jetzt muss ich mit ihr reden. Hey! Das ist doch gar kein Hey! Phil! Das Pokémon, das du bekommen hast, ist ein Feuerriegel, stimmt's? Ach nein! Ah ja, das ist echt ein tolles Pokémon. Wenn du es so spazieren führst, wird es immer zutraulicher werden. Vergiss nicht, dich manchmal umzudrehen und mit ihm zu reden. Oh, warum stellst du es nicht auch mal deiner Mutter vor? Also dann, man sieht sich. Apropos Mutter, wir... Geh mal weg, Meryl. Wie hab ich meine Mutter gerade nochmal gesprochen? Das wird entkompliziert, die immer so... Ne? Ihr wisst schon.
Hier, guck mal ja. Guck mal, ein Furriegel. Ach je, du hast aber ein niedliches Pokémon im Schlepptau-Fell. Hat dir das Professor Lin geschickt? Nein, das habe ich mal ganz eben mit meinen Händen gefangen. Was wollte er eigentlich von dir? Das hört sich nach Arbeit an, aber manchmal ist es gut von Leuten, um einen Gefallen gebeten zu werden. Ach ja, fast hätte ich es vergessen. Dein Pokécom ist von der Reparatur zurück. Hier hast du ihn wieder. Phil erhält Pokécom. Der Pokécom ist ein kleiner, tragbarer Computer. iPad. Wenn aus dir mal ein ordentlicher Trainer werden soll, kommst du nicht um so ein Gerät herum. Ach übrigens, mit dem Pokécom kannst du auch Telefongespräche führen. Handy, Smartphone. Weißt du, wie das funktioniert? Nee. Gut, ich lese dir aus der Anleitung. Geh aus dem Menü. Nee, lass mich mal. Nee, ich hatte den Weg. Nee, das brauche ich jetzt nicht. Mund vor sich geredet. Lege ein Bass. Nee. Hey, warte mal eben. Warte mal eben. Weibchen gesprochen? Ich glaube so, ne? Mann, beinahe hätte ich es vergessen. Ich wollte dir noch meine Telefonnummer mit auf den Weg geben. Phil hat Professor Linz Nummer in Pokémon, Pokécom. Registriert den Pokémon, genau. Gut, wenn es irgendetwas geben sollte, rufe ich dich an. Ich gehe jetzt wieder mit meinem Labor und studiere. Okay, ich gehe wieder. Müssen wir unbedingt sagen, ob das für euch nervig ist, wenn ich die so dumm spreche. Oder ob ihr das in Ordnung findet. Red ich mal mit dir, ey. Es sieht aus, Feurige scheint es nicht schnell genug zu gehen. Okay, komm. Oh mein Gott. Ein Kampf. Ein Visor. Ein wildes Visor erscheint. Los, Feurige, wenn es töten. Tackle. Gib dir Feurige. Visor. Es setzt Kratzer ein. Los, Tackle wie... Tackle vor Riegel. Voll. Es setzt wieder Kratzer ein. Oh, es macht mäßigen Schaden. Los, Tackle, vernichte es. Wieso wurde besiegt? Jo, unsere ersten EP. Aber es, mein Pokémon ist sehr angeschlagen, deswegen muss ich jetzt gucken. Ja. Da hört es nämlich schon auf mit den Tasten auswendig. Da muss ich wieder meine Maus benutzen für den Beutel. Trank. Einsetzen. Okay, gehen wir wieder. Was bist du denn für einer? Tag, wie geht's deinem Pokémon-Team? Ist es schwach und nicht bereit zu kämpfen? Machst du besser einen großen Bogen um hohes Gras? Ja, das weiß ich. Das weiß so ziemlich jeder. Ich laufe erstmal den falschen Weg entlang. Ich muss oben rum lang gehen, aber das weiß ich eigentlich. Da ist hohes Gras, ich muss hindurch und ein Pokémon greift mich an! Es ist wieder ein Visor. Mein Weiblich ist auch Stufe 3. Wir werden es vernichten, Feurigel. Tackle. Ein Volltreffer. Wieso setzt Gesichter ein? Es erkennt Feurigel. Ben, wa? Ha, wusste ich doch. Egal, Tackle. Immer aggressiv vorgehen, immer drücken, immer drücken. Wieso wurde besiegt? Und jetzt steigen wir ein Level bestimmt auf. Mein Feuerriegel ist ein Level aufgestiegen. Sehr schön. Feuerriegel ernennt Rauchwolke. So, weiter. Nein, das ist mir... Ah, oh.
will nicht so durch so viel hohes Gras laufen. Rosalia City. Oh mein Gott, der alte Mann, der einem alles zeigt. Er ist hier in diesem Spiel auch. Du bist doch nicht lange Trainer, oder? Aha, Volltreffer, wusste ich's doch. Oh, das tut weh im Hals. Aber das ist schon in Ordnung. Es ist noch kein Meister von mir mehr gefallen. Ja, ich kenne schon das Meister. Keine Sorge, ich bringe dir gerne ein paar Tricks bei. Komm, folge mir. Oh, tut mir leid, du hast doch keine Turbotreter. Habe ich recht? Ich werde so langsam für dich laufen, wie ich nur kann. Versuche bitte nicht ganz so weit hinter mir zurückzufallen. Oha, ist er schnell. Das hier ist ein Pokémon-Center. Wenn deine Pokémon verletzt sind und du sie hier abgibst, werden sie umgehend für dich geheilt. Ich kann dir schon jetzt sagen, dass du hier bald Stammkunde sein wirst. Du kannst mich beim Wort nehmen. Das hier ist ein Pokémon-Supermarkt. Hier werden Bälle verkauft, mit denen du Pokémon fangen kannst und noch viele weitere nützliche Items. Warum sage ich Items? Da steht Items. Hier entlang geht es zur Route 30. Du wirst dort vielen Trainern begegnen, die auf der Suche nach Gegnern für ihre besten Pokémon sind. Wenn du ein Stück weit läufst, findest du dort außerdem auch das Haus von Mr. Pokémon. Und das ist das Meer, wie du siehst. Bestimmte Pokémon halten sich ausschließlich im Wasser auf. Ja, Wasser-Pokémon zum Beispiel. Das tut immer ein bisschen im Hals weh. Tja, und das hier ist mein bescheidenes Zuhause. Und als Dank dafür, dass du mich bis hierher begleitet hast, möchte ich dir nun ein paar Turbotreter schenken. Hier, nimm am besten gleich mein paar. Sie sind noch schön warm vom Tragen. Nein, keine Angst, das war nur ein Witz. Hier hast du ein brandneues Paar. Phil erhält Turbotreter. Episch. Hier ein kleiner Auszug aus der Gebrauchsanleitung. Wenn du den Sprintknopf auf dem Touchscreen berührst, kannst du schneller laufen. Und hier steht noch, du kannst aber auch sprinten, indem du den B-Knopf gedrückt hältst. Ich bleib beim GB-Knopf, das heißt, Y habe ich als B-Knopf noch. Ja, dann rennen, endlich! Oh mein Gott, was ist nur los? Was möchtest du denn von mir? Puh, Glück gehabt, nur ein bisschen später und du wärst weg gewesen. Ich habe noch ein Geschenk für dich. Hier, nimm. Pokécom von Phil liest Daten aus dem Kartenmodul des Mannes ein. Ich kann jetzt Karten. Erklärt er mir das jetzt, oder? Oh, er hat mir das erklärt. Okay, tschüss. Okay. Egal. Oh mein Gott, ein Pokémon im ersten Schritt des Gras. Ein Taubsi. Ich liebe Taubsi. Vernichte es, Feurige. Vernichte es für mich. Mach es fertig. Komm, 6 der Kleinen. Ah, nur es zieht nur 3 KP ab. Ja, das war ein einfacher Kampf. Und ein Taubsi kann ich als besiegt erklären. Und schnell durchlaufen. Da ist etwas, das ich haben möchte. Phil hat einen Trank gefunden. Phil verschaut Trank in Medizintasche. Okay, möchtest du kämpfen, mein Freund? Oh, das sind doch Turbotreter da an deinen Füßen, oder? Mit denen du durch die Gegend zu sausen. Ist schon ein tolles Gefühl, was? Aber die lauten Geräusche deiner Schritte können dir sehr leicht anderen Trainern und wilde Pokémon auf den Hals setzen. Vorsicht also. Okay, gut zu wissen. Ege. Oh mein Gott. Einen Augenblick mal. Willst du etwa wirklich völlig unbekümmert an einer auffälligen Gestalt mit mir vorbeispazieren? Bleib gefälligst mal stehen. Das möchtest du. Wenn du diesen Weg immer weiter nach Norden folgst, erreichst du das Haus von Mr. Pokémon. Aber bevor du dorthin gehst, solltest du dir anhören, was ich zu sagen habe. Hast du schon ein paar Apricot-Guck? Oh, ich hasse diesen Typen. Ich kann ihn gar nicht leiden. Er mit seinen scheiß Wehren. Geh mir aus dem Weg. Und nicht auf den Sack. Ich mag ihn nicht. Diese Bärenbox. Ich kann sie nicht leiden.
Ja, ist in Ordnung. Du bist ein Abrikaner, das ist schön. Ich hasse diesen Typen. Phil hat Gegengift gefunden. Sehr schön. Da sind noch diese Typen, die für immer trainieren. Los, Ratzfatz! Tackle! Was willst du? Das hier ist ein sehr wichtiger Kampf für mich, ist das klar? Lass mich in Ruhe! Okay. Lass ich die beiden mal in Ruhe. Meine Zeit ist eh gleich vorbei für den ersten Part. Das ist schon eine richtig gute Folge. Oh mein Gott. Hallo du, hallo da, du musst Phil sein. Ich bin derjenige, der Professor Lin vorhin diese E-Mail geschickt hat. Das ist das Objekt, das Professor Lin für mich untersuchen soll. Phil erhält Rätselei. Phil verstaut Rätselei in der Basis-Items-Tasche. Was hältst du von diesem Ei? Ein Freund aus Teak City hat es mir anvertraut. In Yoto hast du so etwas bestimmt noch nicht gesehen. Was? Ich dachte, Professor Lin könnte mir vielleicht erklären, was in aller Welt es damit auf sich hat. Auf dem Gebiet der Pokémon-Entwicklung ist Professor Lin die Nummer 1. Das sagt selbst der berühmte Professor Eich. Du gehst jetzt wieder zu Professor Lin zurück. Hab ich nicht recht? Dann solltest du deinen Pokémon aber vorher eine kurze Pause machen. Oh, epischer Gang von Eich. Aha, du bist also Phil. Mein Name ist Professor Eich. Ich bin von Beruf Pokémon-Forscher. Ich besuche gerade meinen alten Freund Mr. Pokémon. Ich hörte, du erlegst etwas für Professor Lind, also habe ich gewartet. Oh, was haben wir denn da? Das ist ein ziemlich seltenes Pokémon, das du ja spazieren führst. Ich verstehe. Du hilfst Professor Lind also bei seiner Forschung. Ich glaube, ich verstehe, warum er dir dieses Pokémon anvertraut hat. Du siehst wie jemand aus, der sich sehr um seine Pokémon kümmert. Das kannst du sagen, weil ich jetzt gerade erst seit 20 Minuten ein Pokémon habe. Oder 20. In Ordnung. Du scheinst zuverlässig zu sein. Möchtest du mir auch etwas? Sieh mal her. Das ist das das neueste Modell des Pokédex. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder bis gesehen hat. Und legt selbstständig neue Einträge für sie an. Es ist eine Art Hightech-Lexikon. Ich möchte, dass du ihn mitnimmst. Nimm ihn mit! Phil erhält Pokédex. Triffe viele verschiedene Pokémon und vervollständige diesen Pokédex. Ich muss jetzt nach Ducate City und meine Radiosendung aufzeigen. Ich glaube zwar, wir laufen uns ohnehin nochmal irgendwo über den Weg, aber lasst uns zur Sicherheit Kontaktdaten austauschen. Phil hat Professor Eichs Nummer ein Pokémon registriert. Ich möchte keine halbe Stunde Folge machen, bitte. Kann mal weg hier. Ich habe ein ungutes Gefühl, ich muss... Oh mein Gott, was ist los hier? Hallo Phil, ist schrecklich. Soll ich das erklären? Ich weiß selbst nicht, wie. Jedenfalls ganz schrecklich. Ich ändere jetzt hier meine Stimme bei allen. Bitte komm schnell zurück. Okay, weg hier. Ich komme ja schon. Oh mein Gott, ein Pokémon will mich aufhalten. Es ist wieder ein Taubsi. Es will mich aufhalten. Ich werde es vernichten. Tut es! Low! Ja, easy game. Oh mein Gott! Ein zweites Pokémon will mich aufhalten. Was ist es jetzt? Ein Safcon, ein Kokuna! Los, Vollriegel! Dieses Pokémon kann nichts anderes als Härtner. Setze Tackle ein! Hey, es kann nichts anderes als Härtner. Es kann nichts anderes als Härtner. Naja, die Verteidigung steigt. Ich muss es also schnell besiegen, sonst ist es unsterblich. Oh.
Oh, und das jetzt immer weiter her. Nein. Immer mehr steigt die Verteilung. Bis sie nicht mehr zu steigen ist. Oh. Komm mit. Mein Gott, du bist aber auch ein ekelhaftes Kokuna. Jetzt gib auf. Verreck. Yay, mein Feuerriegel steigt ein weiteres Level auf. Wuhu. Sehr schön. Oh, aber sehr weit steigt es auf. Jetzt gehe ich hier runter. Eine Abkürzung. Komm, Feuerriegel, machen Sie alle fertig. Feuer! Ah, Rosalia City. Oh mein Gott. Dadadam. Du hast ein Pokémon aus dem Labor. Was für eine Verschwendung für einen Schwächling wie dich. Was ich damit sagen will, fragst du? Wie deutlich muss ich denn noch werden? Dann erkläre ich es dir eben ganz genau. Mein Pokémon hier ist auch nicht übel. Wenn es erstmal mit dir fertig ist, bleiben keine Fragen mehr offen. Okay. Das Ding habe ich nämlich noch mit. Eine Ausbildung von Passant, Junge. Oh, das ist ein Kaniman. Mein Feuerriegel ist stärker als zwei Level über deinem. Tackle! Vernichte es. Wenn es Passanten zeigen, dass wir viel besser sind als er. Ein epischer Kampf zwischen zwei Starter-Pokémon. Silbermann. Für einen Schwächling hast du ganz schön was auf dem Kasten. Ja. Für einen Schwächling, wie du mich hältst, werde ich dir auch gehörig dein Pokémon versohlen. Oh, oh, ich sollte mich heilen. Okay, jetzt brauche ich mich heilen. Yeah, 70 Erfahrungspunkte und ein Level up. Sauber, Level 8. Sehr schön. Spieler besiegt Passant, Junge. Du hast gewonnen. Bist du jetzt zufrieden? Phil gewinnt 500 Pokédollar. Willst du wissen, wer ich bin? Ich werde es dir sagen. Ich bin derjenige, den die Leute schon bald den größten Pokémon-Trainer aller Zeiten nennen werden. Er kommt zurück. Gib mir das, das ist der Trainerpass, den ich verloren habe. Er gehört mir. Jetzt hast du meinen Namen gesehen, oder? Haha, was ein Idiot. Zack, gehen wir hier runter. Er läuft mir geradewegs voll vor. Zack, und ich weiche allen Dingern aus. So, und jetzt bevor ich in das Pokémon-Labor von Professor Lind reingehe, werde ich mal Ciao sagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, meine Freunde. Aber vorher werde ich noch einmal sichern. Möchtest du das Spiel speichern? Sehr gerne. Es gibt bereits einen Spielstand. Spielstand überschreiben? Sehr gerne. Dum, 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 dum. Ich sicher das Game. Dum, dum, dum. So, und wir sichern mal wieder extrem lange. Und wir sichern. Phil hat das Spiel gespeichert. Sehr schön. So, wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch, kommentiert. Wir sehen uns. Haut rein.